Zürcher Geschnetzeltes means Zurich-style sliced meat, and it comes from the Swiss city that gave it its name. The dish is a Swiss classic, but was only mentioned for the first time in 1947. And the restaurant Carlton features it on its menu. Philipp Hering is the chef here. Was das Zürcher Geschnetzelte ausmacht, ist eben, dass das Kalbsfleisch drin sein muss. Bisschen Großmutterart, oder wie man es auch zu Hause kennt, was cremig ist und ja, was jeder Mensch eigentlich gern hat, oder? Was ein schönes Gefühl im Mund macht. Philipp Hering finds one of the basic ingredients of Zürcher Geschnetzeltes at a nearby market. Mushrooms. Typically, white button mushrooms are used. Sie geben halt dem Gericht Struktur und eben auch durch den Pilz bringt halt auch immer ein bisschen Umami mit. The veal is still missing. Philipp Hering picks it up at a traditional Zurich butcher's shop. The place has been selling quality meats since 1934. Also ich nutze am liebsten die Kalbsnuss, damit es schön zart ist am Ende. Und eben, man sieht schon, dass es schön rosa ist, nicht zu weiß, nicht zu fest. Und Schweizer Fleisch, weil ich finde, ein traditionelles Gericht aus der Schweiz gehört auch Schweizer Fleisch hin. So, to make the Geschnetzeltes, you need mushrooms, garlic and onions, salt and pepper, mushroom powder, broth and cream, port wine and oil, and of course, veal. Wir kochen das täglich, ja, und es gehört auch zu uns, es ist ein Teil von unserer Karte, oder? Wir verbinden das, die klassischen Gerichte, wir haben eben zwei, drei klassische Gerichte mit drauf. Auf der anderen Seite machen wir halt, probieren wir das mit dem neuen Twist gut rüberzubringen. First he makes the sauce. He cuts the onions, garlic, and mushrooms and lightly fries them in oil. He adds salt, pepper and mushroom powder for flavor. He deglazes the pan with port wine and adds the broth and cream. Pilzgeschmack ist gut, Säure ist gut, Salz ist gut. Sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt lassen wir so ungefähr eine Stunde bei schwacher Hitze vor sich herköcheln. Und dann in der Zwischenzeit können wir uns schon mal ums Fleisch kümmern. He cuts the meat into pieces about 2 cm by 2 cm across. Das Fleisch wird gegen die Faser geschnitten, oder? Ganz fein, dass es am Ende schön zart bleibt. He now fries more mushrooms cut into quarters and adds the pieces of meat for about 30 seconds to a minute. Once he's done frying the meat and mushrooms, he lets them drip because the meat's juice would spoil the flavor. At the end, he puts it into the pureed sauce. Sehr gut, so muss ein Zürcher Geschnetzeltes schmecken. Wir sehen hier klassisch zum Geschnetzelten ein Rösti, also geriebene Kartoffel, abgeschmeckt mit Muskat, Salz, Pfeffer und in der Pfanne ausgebacken. Philipp Hering tops off the Geschnetzeltes with a dab of whipped cream before serving it. It's a Swiss classic. Delicious and comforting.